Ja, guten Abend. Ich bin Helene und ich komme aus Mannheim. Und ich habe das Gefühl, Leipzig ist eine Stadt, wo man sehr gut hinfahren kann, wenn man so hart untervögelt ist wie ich. Ja, weil vorhin, ich war noch keine 10 Minuten in Leipzig. Da hat mich am Bahnhof ein Mann angesprochen und wir hatten nur so ein ganz kurzes Gespräch miteinander. Aber das hat schon gereicht, dass ich gemerkt habe, so dringend ist es doch nicht. Aber ich habe eh die Theorie, man soll ja nicht einkaufen, wenn man Hunger hat. Und man soll sich auch keine Männer aussuchen, wenn man Lust hat. Weil ihr kennt das, man nimmt dann meistens mehr mit, als man wollte. Ich habe ein kleines Problem, darüber wollte ich gern mit euch reden. Und zwar kann ich beim Sex häufig keinen Höhepunkt bekommen. Ja, ich will da aber auch gar keinen Vorwurf draus machen. Das liegt ganz klar an mir. Also ich kann zum Beispiel nicht kommen, wenn jemand im Raum ist, den ich nicht mag. Aber wenn man so gar keinen Höhepunkt hat, dann kriegt man ja häufig hinterher noch so ein Gespräch gedrückt. Und dann sagt der andere, hat es dir denn trotzdem irgendwie gefallen? Und dann muss man sagen, top. Nee, ich fand's super. Weißt du, ist mir eigentlich sogar lieber so. Ja, so gern habe ich gar nicht einen Höhepunkt. Ich muss sagen, von meinen schauspielerischen Skills her traue ich mir irgendwie eher zu, einen Orgasmus zu faken als dieses Nachgespräch. Ja, ihr fragt euch vielleicht auch, wie realistisch ich das hinbekomme. Dazu möchte ich sagen, ich habe früher als Immobilienjournalistin gearbeitet. Ich habe 4 Jahre lang so getan, als würde ich Häuser geil finden. Häuser. Ja, so ein bisschen rumschreien ist da echt das kleinere Problem. Und manchmal merkt man ja auch, das führt gerade nirgendwo hin. Ja, wir machen das jetzt schon eine Weile, wir kommen zu keinem guten Ergebnis. Was macht man in der Situation? Man kann nicht einfach einblenden, Ende, schon mal den Abspann durchlaufen lassen mit den Credits, wer hat Regie geführt? Und für mich ist ein vorgetäuschter Höhepunkt in solchen Situationen die einzige halbwegs elegante Exit-Strategie, die ich kenne. Ja, Problem ist nur, es gibt dann diese Typen, die denken sich, oh, da wo der hergekommen ist, da gibt's noch mehr. Die hämmer ich jetzt richtig durch. Und ich denke mir, Junge, wie viele Orgasmen muss ich dir noch vortäuschen, damit du gehst? Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch eine Zahl, ab der das unrealistisch wird. Finde ich allgemein schade, dass es dazu so wenig Austausch gibt unter uns Frauen. Also wenn ihr nachher einfach eine Minute noch habt, dann würde mich total interessieren, wie viele Höhepunkte ihr immer so habt. Ja, weil ich habe den Verdacht, ich mache immer zu viele. Und das ist ja für uns alle nicht gut. Ja, die Messlatte wird immer höher gesetzt. Wenn dann ein Typ rumrennt und sagt, oh, die Helene hatte neulich 67 Orgasmen. Nicht gut. Und im Grunde ist mir ja auch klar, dass das total dumm ist, was ich da mache. Weil mit meinem Verhalten, da belohne ich Männer für das Falsche. Ihr müsst euch ja vorstellen, der Typ macht gerade irgendwas, wo ich mir denke, nee, das mache ich nicht mehr länger mit. Und dann mache ich meine tolle Exit-Strategie und der denkt sich, alles klar, das findet die geil, ja? Und da habe ich echt ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich habe vielen Frauen mit meinem Verhalten geschadet. Der Typ geht dann weiter und denkt sich, ja, das ist richtig gut gelaufen. Das mache ich mit der nächsten Frau, aber haargenau so. Und ihr müsst das dann ausbaden. Ich sehe ja auch umgekehrt die Früchte von eurem Verhalten. Also manchmal habe ich Sex mit so einem Typen und ich denke mir, wer hat dir vermittelt, dass das eine gute Idee ist?
Ja, du bist Mitte 40, du machst es wahrscheinlich nicht zum allerersten Mal. Das heißt, irgendwo da draußen läuft eine Frau rum, die hat dir das so beigebracht. Und ich bin gerade sehr wütend auf diese Frau. Ja, deswegen habe ich mir eigentlich schon oft vorgenommen, auch nichts mehr vorzutäuschen, aber das ist ein bisschen schwierig. Also meine Erfahrung ist, wenn man dann stur bleibt, dann fängt der Mann einfach an, noch hektischer alle Knöpfe zu drücken, die sonst immer funktioniert haben. Dann ist so, das muss doch. Ich habe doch Papier eingelegt. Ja, jetzt rastet noch mal richtig aus, kann auch gefaked sein und dann gehe ich. Dankeschön.